Let's rock, baby. Devil May Cry ist eine First-Person-Hack-and-Slay-Reihe aus dem Hause Capcom und hat bereits 6 Spiele auf der Uhr. Der erste Vertreter kam bereits 2006 für die PlayStation 2 heraus und sollte ursprünglich eine Rolle im Resident Evil-Universum spielen. Jedoch entschied man sich dagegen und setzte so den Grundstein für eine der bekanntesten Combo-Action-Spiele aus Japan. Die Geschichte dreht sich um den Dämonenjäger Dante und besitzt viele Ideen und Anregungen an die göttliche Komödie. Dante ist der Sohn des Dämonenritters Spada. Dieser half einst der Menschheit im Kampf gegen den bösen Dämon Mundus. Im ersten Teil der Serie will Dante den Tod seiner Familie rächen und muss die Rückkehr von Mundus verhindern. Der Dreh- und Angelpunkt von Devil May Cry ist das Kampfsystem, das mit Kombos und einem Punktesystem daherkommt. Haut man mehrere Kombos raus und variiert die Attacken, ohne getroffen zu werden, so steigt der Zähler immer weiter an. Dies motivierte zu unglaublichen Komboketten und ließ Dante auf dem Bildschirm tanzen. Hinzu kam eine Anzahl verschiedener Waffen, die Dante nutzen konnte. Durch das Besiegen der Gegner gab es rote Orbs, die zum Aufleveln oder Freischalten neuer Fähigkeiten für die einzelnen Waffen dienten. Die Bosse waren groß, hart und generell wollte man dem Spieler eine Herausforderung bieten. Sollte es doch mal zu schwer werden, gab es den Devil Trigger Modus. Hier teilte Dante mehr Schaden aus und wurde resistenter gegenüber feindlicher Angriffe. Die Level waren dabei immer geradlinig und sahen aber auch für die damalige Zeit wirklich gut aus. Es gab auch immer mal wieder kleine Rätsel oder Sprungeinlagen, aber diese sollten niemals vom Kampfsystem ablenken. Im ersten Teil der Serie dienten die roten Orbs außerdem noch dem Zerstören von Barrieren. Dies änderte sich aber mit Teil 2. Devil May Cry war ein sehr gelungenes Spiel und die Fans wollten schnell mehr. Devil May Cry 2 erschien 2003 ebenfalls für die PlayStation 2. Aber das Spiel hatte mehrere Probleme bei der Entstehung und fühlte sich generell sehr unfertig an. Dante musste hier einen bösen Businessman aufhalten, der mit magischen Artefakten die Weltherrschaft an sich reißen will. Diese doch recht einfache Story gab einfach nicht viel her. Dabei änderte sich sonst recht wenig. Es gab immer noch das gute Kampfsystem mit dem Punktezähler für Kombos. Lediglich bessere Einsätze der Schusswaffen waren möglich und sollten ein noch schnelleres Kampferlebnis generieren. Dante selber blieb aber relativ blass. So wurde kaum etwas Neues über ihn bekannt oder aber auf frühere Ereignisse eingegangen. Viel Dialog bekam er ebenfalls nicht und seine Coolness des ersten Teils schien verschwunden. Ein großer Kritikpunkt war ebenfalls die schlechte KI der Gegner. So war die Herausforderung ebenfalls recht gering. Man konnte allerdings noch einen weiteren Charakter spielen. Lucia kam mit einer eigenen Kampagne, die leider sehr ähnlich zu Dantes war. So blieb nicht viel Positives beim zweiten Teil der Reihe. Mit Devil May Cry 3 hatte ich meinen Einstieg in die Serie. 2005 für die PlayStation 2 und 2006 für den PC erschienen, zeigte man, dass man die Serie noch lange nicht abschreiben sollte. Der heimliche Fanliebling der Serie zeigte die Ursprungsgeschichte von Dante und seinem Dämonenjäger-Business. Dabei durfte der Charakter wieder der coole Dämonenprügler sein, der im ersten Teil schon funktioniert hatte. Es gab wieder eine Menge Waffen und Kombos, die es zu meistern gab. Das Kampfsystem blieb unverändert, motivierte aber nach wie vor, um die Höchstleistung zu erzielen. Einer der wohl wichtigsten Antagonisten von Dante gab sich hier die Ehre, Virgil. Der Zwillingsbruder war das Gegenstück zu Dante und wurde schnell zu einem Fanliebling. So, you want a piece of me, literally? Okay, bro. Come and get it, if you can. Obwohl er nicht der eigentliche Hauptbösewicht war, gab es gleich 3 Konfrontationen der Brüder im Spiel. Neue Waffen wurden mit einer kleinen Show von Dante eingeführt. Hier mal ein kleines Beispiel zu der Gitarrensense.
Die Story war ein spielbarer Anime und von typischen Klischees behaftet. Wir bekommen mehr Einblicke in Dantes Vergangenheit. Es kommen neue wichtige Charaktere wie Lady dazu und es gibt sehr viele epische Momente. Devil May Cry 3 lieferte wieder ab und stellte die Fans zufrieden. Mit dem vierten Teil der Serie wollte man etwas anderes machen und für die Zukunft vorsorgen. Dante war nur noch Nebendarsteller und in die Hauptrolle begab sich Nero. Mit ihm kam auch das neue Feature des Grappling Hooks ins Spiel. Sein Devilbringer Arm konnte sich sowohl an Gegner als auch an speziellen Punkten heranziehen. Somit gab es nun etwas mehr Dynamik in den Sprung- und Kampfpassagen. Die Geschichte drehte sich diesmal um einen heiligen Kult, der Sparta verehrt. Augenscheinlich für das Wohl der Menschheit, zeigte sich doch recht schnell, dass der Kult andere Pläne im Sinn hat. Dieser Plot gehörte zu einem der besseren in der Devil May Cry Reihe und brachte viele interessante Charaktere mit sich. Die Bosse waren wie gewohnt groß und gut designt, die Szenarien hübsch anzuschauen und bot bis dato die beste Grafik. Für viele war Nero Dante in jung und damit keine so große Veränderung. Und so ganz wollte man auf Dante dann doch nicht verzichten. In der zweiten Hälfte des Spiels tritt man wieder als Dante an und mit ihm auch in ein größeres Waffenarsenal. Neu waren bei ihm dann die verschiedenen Stile. Ein Kritikpunkt war allerdings das Backtracking. So spielt man ab dem Punkt mit Dante das ganze Spiel nochmal rückwärts. Jedoch war Devil May Cry 4 ein unglaublich gutes Spiel und wurde von den Fans sehr geliebt. Kommen wir nun zum Problemkind der Serie. Das 2013er Reboot DMC Devil May Cry für die PS3, die Xbox 360 und PC war ein absoluter Fanspalter in der Reihe. Das Produktionsstudio Ninja Fury übernahm die Entwicklung des Spiels und verpasste Dante einen komplett neuen Look. So sah er für viele Fans wie ein Emo-Kind aus und nach den ersten Teasern und Bildern schrieben viele den Titel ab. Dabei ist er gar nicht so schlecht, ganz im Gegenteil, vieles macht er wirklich gut. Da seien zum einen die Welt selber. Immer wenn Dante auf den Mond trifft, verändert sie sich zum Limbo. Die Ursprungsgeschichte behält man zu großen Teilen bei. Hinzu kommt die neue Kampfmechanik Angel und Devil. Einige Waffen gehören jeweils zu diesen Kategorien und müssen auf bestimmte Gegner angewendet werden. Ebenso trifft dies auch bei einigen Sprungpassagen zu. Das Kombosystem ist allerdings leichter zu meistern und schnell bekommt man die Höchstwertung mit wenig Mühe. Das verärgerte gerade die Hardcore-Fans. Für Neulinge war dies jedoch sehr motivierend. Die Bosse und Gegner sind wieder sehr kreativ designt. So kämpft man im späteren Verlauf gegen einen Cyberdämon, der in der realen Welt als Nachrichtensprecher Lügen verbreitet. Auch wenn der Reboot einige Fehler hatte, so ist es dennoch ein sehr gutes Action-Hack-and-Slay und wurde zu Unrecht von vielen Fans runtergemacht. Allerdings sollte man seine Stammkundschaft mit Szenen wie diesen nicht zum Narren halten. Zur E3 2018 ließ man dann die Bombe platzen und kündigte Devil May Cry 5 mit einem durchgestylten Trailer an. Allein der Titelsong machte wieder direkt Lust zu schnetzeln. Man schlüpft hier nicht nur erneut in die Rolle von Nero und Dante, sondern bekam noch einen dritten neuen Charakter namens V. Jeder der drei Charaktere spielte sich komplett unterschiedlich. So hat Nero seinen Devilbringer-Arm verloren und ihn durch diverse mechanische Arme ersetzt, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. V benutzt drei Schattenkreaturen als Angriffswaffen und ist damit zwar der langsamste im Bunde, allerdings auch der, wo man die einfachsten Komboketten hinbekommt.
Dante ist dann für die erfahrenen Spieler und hat mehrere verschiedene Waffen bei sich, die natürlich wieder mit einer kleinen Showeinlage präsentiert werden. Die Grafik wurde extrem hochgeschraubt und bietet die realistischsten Charaktermodelle der Reihe. Die Bewegungen sind flüssig und gerade in den Bosskämpfen großartig inszeniert. Leider muss man sagen, dass sich das volle Spielpotenzial erst im New Game Plus entfaltet. Der erste Durchgang ist recht schnell vorbei und man schaut mehr einen Film dank der vielen Cutscenes, als dass man kämpft. Trotzdem ist Devil May Cry 5 ein voller Erfolg und führt die Story um Dante und Nero gekonnt weiter. Wusstet ihr eigentlich, dass es auch einen Anime zu Devil May Cry gibt? Die 12 Episoden lange Serie wurde 2007 ausgestrahlt und erzählt die Ereignisse zwischen dem ersten und zweiten Teil. Dabei gibt es einen zusammenhängenden Plot, aber jede Folge steht für sich. 2018 wurde ebenfalls bekannt, dass man eine neue Anime-Serie im Stil der Castlevania-Serie von Netflix plant. Beide Serien könnten sogar im selben Universum spielen. Somit bleibt zu sagen, dass trotz Höhen und Tiefen die Devil May Cry Serie eine ganz große ist. Auch heute noch zählt sie mit zu den wichtigsten Vertretern des Action-Hack-and-Slay-Genres.